Im LCS einkaufen ist immer ein Erlebnis. Viele Angebote in den verschiedenen Shops lassen fast keine Wünsche offen. Und es gibt auch immer wieder der Jahreszeit angepasste Aktionen. Wir haben uns auf den Weg von Bad Radkersburg nach Leoben gemacht, ins schöne LCS, und sind hier mit Gutscheinangeboten vom Vital Hotel Unterparktherme und natürlich mit unseren Weinbauern. Und das schon viele Jahre zur Freude der Kunden. Vor allem die Gutscheinaktion ist sehr gefragt. Es ist Weihnachten nah, auch wenn es jetzt Anfang November ist, kann man schon an die Gutscheine denken, die man zu Weihnachten eventuell unter den Christbaum legen möchte. Und hier haben wir eine 10% Gutscheinaktion an den beiden Tagen, die wir heute eben im LCS sind. Ja, das Vital Hotel hat tolle Pakete wieder im Programm zu buchen, sehr oft als kurze Auszeit von 2 Nächten. Das Vita Est können wir da ganz besonders empfehlen. Oder auch für die länger bleiben wollen, auch Wochenpakete, 14 Tage und auch 3 Wochen. Und das zur Erholung und Wohlfühlen, auch ein Glaserl Wein dazugehört, weiß doch jeder. Und das präsentieren einige südoststeirische Winzer. War es heuer ein gutes Weinjahr? Ja, ein perfektes Weinjahr, das zeigt schon der Junker. Also es war ein sehr sonniges Jahr. In der Lese war das Wetter perfekt und wie gesagt, im Junker zeigt sich ja, dass die Ernte eine sehr gute Qualität hat. Wir waren sehr, sehr zufrieden. Also wir haben eine tolle Lese heimgefahren. Wir sind mittlerweile schon fertig und den ersten Vorboten haben wir schon dabei, den steirischen Junker. Und ja, es war der Sommer sehr trocken, der Herbst traumhaft schön für uns zum Lesen. Kühle Nächte, warme Tage, so wie man es sich wünscht. Ja, das Weinjahr war eigentlich perfekt für den Wein. Also wir haben eine sehr intensive Lese gehabt heuer, sehr kurz, einen sehr heißen Sommer. Und der Jahrgang 2022 verspricht sehr viel. Naja, wenn die Winzer schon so sehr begeistert sind, was sagen jene, die bereits ein Glaserl Wein probieren? Wir haben uns umgehört. Wir trinken von der Firma Müller einen perfekten Weißburgunder. Schon als neuen Jahrgang da und ja, also ist perfekt. Sehr kann man weiterempfehlen, diesen Weißburgunder von der Firma Müller. Sehr gut. Ja? Besonders. Sie haben ja auch schon probiert. Ja, speziell ja. Der neue Junker aus Gröll, immer ein Geheimtipp. Gewürztraminer. Sehr gut. Sehr gut. Aber nicht nur der Wein, auch das Kernöl und die damit verbundenen Produkte waren sehr begehrt. Bei unserem Stand ist der vom Ferien- und Kürbishof Meizern aus Sicheldorf. Was wir alles mit haben, unsere Spezialitäten, unseren Kürbiskernlikör, Kürbiskerne, ein gutes steirisches Kürbiskernöl, was wir selbst am Hof mit der eigenen Ölmühle verpressen. Wie war die Ernte heuer? Es hat sich eigentlich bei der Ernte eher positiv entwickelt. Die Erntemengen sind eigentlich mit der Ernte zufrieden. Und es wird genug gutes steirisches Kürbiskernöl geben. Zusammenfassend ist zu sagen, die Südoststeiermark hat sich in die Herzen der Kunden im LCS Leoben stark etabliert. Und Claudia Wendner, Direktorin Vital Hotel der Parktherme Bad Radkersburg, bringt es auf den Punkt. Sehnsuchtsort Bad Radkersburg, Sehnsuchtsort Vital Hotel, mediterranes Klima, eben sanft eingebettet in die hügelige Weinlandschaft. Das ist auch unser Winterprogramm. Und da gibt es ganz tolle Angebote von Parklichtern, sanftes Eintauchen in die Parktherme, in das Wohlbefinden und natürlich Saunazeit mit herrlichen Aufgüssen. Das ist einfach unser tolles Winterprogramm. Bruno Rabel genießt diese Angebote mit Familie und Freunden, um fit zu bleiben. Das Bild ein Geschenk zum 70er und Erinnerung an die schönen Momente im Vital Hotel der Parktherme Bad Radkersburg. Laden Sie ein zur 17. Gospelnacht am Freitag, dem 18. November in der Stadtpfarrkirche Kapfenberg St. Oswald. Beginn ist 19 Uhr, gestaltet von den Kapfenberger Gospelsingers. Die 17. Gospelnacht am Freitag, 18. November 2022 in der Stadtpfarrkirche Kapfenberg St. Oswald.
für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Herzlich willkommen im BITS Kapfenberg. Direkt im Zentrum der Stadt befindet sich das Büro- und Dienstleistungszentrum mit markantem Außenauftritt. Diese zentrale Lage gegenüber einem Einkaufszentrum ermöglicht kurze Wege. So sind Kunden wie Mieter in wenigen Gehminuten am Europaplatz, in der Altstadt oder am Bahnhof Kapfenberg. Der Vorteil für die Mieter ist auch die Nähe zu potenziellen Kunden aus Industrie und Gewerbe, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Kapfenberg, Leoben und Graz. Auf einer Gesamtfläche von rund 3.900 Quadratmeter, verteilt auf zwei Geschosse, werden attraktive Module von ca. 20 Quadratmeter bis 1.100 Quadratmeter angeboten. Die einzelnen Module können zum Teil noch an individuelle Anforderungen angepasst werden. In einem Büroraumverbund stehen auch Kleinbüroflächen mit gemeinsamen Empfangs- und Büroservicebereich, Teeküche und einem Seminar- und Präsentationsraum zur Verfügung. Das Büro- und Innovationszentrum Kapfenberg setzt als Dienstleistungszentrum den Schwerpunkt auf Unternehmen, die Innovations- und Planungsprozesse unterstützen, wendet sich aber auch an Ärzte, Heilberufe und Bildungseinrichtungen. Ausreichend viele Frei- und Tiefgaragenplätze sowie Kundenparkplätze ergänzen das Angebot. Unser modernes und vielseitiges Büro- und Dienstleistungszentrum bietet die ideale Infrastruktur zur Entwicklung Ihrer unternehmerischen Tätigkeit und zur Betreuung der Klienten, Kunden und Patienten. Wir geben Ihnen Raum, auch auf www.bitz-kapfenberg.at. Beim ersten Date schmusen? Geht sicher. Wieder im Team miteinander arbeiten. Gott sicher. Endlich wieder Besuch. Geht sicher. Gemeinsam auf der Gewinnerseite sein. Geht sicher. Wieder sorgenfrei miteinander spülen. Geht sicher. Gemeinsam geimpft. Bruck an der Mur holt sich jetzt die Auffrischung. Ohne Termin impfen in der Brucker Impfstraße in der Mittergasse 19. Damit die Gemeinsamkeit wieder sicher ist, lassen wir uns impfen. Mehr auf gemeinsamgeimpft.at.